Pflanze kannte ich noch nicht. Ist das auch eine Pflanze? Sieht so aus, dass es eine Pflanze ist. Kohlenstoff, Grundstoff hier alles. Nee, das ist es jetzt nicht, oder? Ich hab's gefunden. Ich habe Leben gefunden. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Da fliegt aber irgendwas anderes gleich raus. So, Rucksack auf. Grünzeug weg. Das rein. Harz weg. Das rein. So, jetzt haben wir drei von denen erstmal. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür wir es brauchen, aber wir haben es jetzt. Was hat der Kompass? Unsere Basis ist da lang. Oh, Sauerstoff. Unsere Basis ist da lang. Ja, gehen wir erstmal nach da, oder? Okay, das ist so ein tolles Ding, was wir jetzt gerade erst kaputt machen müssen. Jetzt haben wir kein Dingens mehr. Wieder kein, sag schon, Gemisch mehr. Sehe ich hier irgendwo Gemisch? Wahrscheinlich nicht. Da ist eine Basis. Ein Absturzteil. Also hier komme ich schon mal runter. Lass uns gerade noch Luft holen. Wenn wir voll sind. Ja, ist wohl voll. Dann gehen wir jetzt mal gerade ein ganzes Stück in die Richtung. Aber ich sehe unsere Basis noch nicht. Die ist noch einfach zu weit weg. Ja. Es ist irgendwas näher, aber ich weiß nicht was. Es ist weg, verschwunden. Ich gehe mal lieber Sauerstoff nochmal holen. Kommen wir da hin oder kommen wir da nicht hin? Das ist die Frage, ne? Ist immer noch auf dem äußeren Ring. Jetzt ist irgendwas anderes da erschienen. Das kommt ziemlich schnell nah, wenn unsere Basis nicht näher rückt. Das ist eine Kiste, ne? Ja. Aber wir haben hier Grundstoff. Haben wir wenigstens einen eingepackt, ja. Oh, ich muss auf jeden Fall hier lang, ne? Oder? Wenn ich mich jetzt verlaufen habe, dann ist ein Problem. Ich hoffe nicht. Ne, hier bin ich hergekommen, das ist schon mal richtig. Und dann können wir wieder Pinne machen und dann haben wir wieder die Chance, ne? Ja, wir kommen da vorne hin. Sehr gut, dann kommen wir wieder ein Stück weiter und dann geht's erstmal. Ja, du hast Probleme, ich weiß. So. Was können wir hier machen? Zum Händler gehen. Ressourcen, Verbrauchsobjekt, was ist das? Erste Hilfe-Set, okay, und Sanitätskasten.
Das hat der Händler. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Er hat ein bisschen Geld. Was könnten wir abgeben? Schießpulver? Nein. So, Handel werden wir jetzt akzeptieren können. Wir würden 3 Taler behalten. 84 Kräuter weg. Würde ich jetzt so machen, ne? Gut, dann waren wir schon beim Händler. Wenn sie hat, irgendwo in deinem Krankenhaus vorhanden zu behandeln. Er hat jedoch zur Zeit zum Mittel und um Hilfe zu handeln. Aha, wir sind alle fit, das ist ja schon mal gut. So, Zugzusammenstellung. Hier könnte ich jetzt den Zug ändern, aber brauche ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch mal irgendwie den Zug was ausbauen, ne? Die kommen ja langsam zurück, ne? Ofen, verbesserte Isolierung. Ich will tatsächlich erstmal den Ofen bauen. So, dann diesen Anhänger. Starten. Ach, das machen wir jetzt bei allen, oder was? Ich glaube, auch da werde ich den Ofen bauen. Weil erfrieren muss hier keiner. Feuerschirm, verbesserter Kessel. Was kostet uns das? Metall. Starten. In Arbeit. Ich glaube, das läuft alles, ne? Braucht aber seine Zeit. Neuer Wohnbereich. Was kostet mich das denn? Komm, das machen wir mal. So ein bisschen müssen wir mal upgraden, oder? Das ist der Lagerwagen. Mäusefänger. Metall, die machen wir. Ich habe keine blasse Ahnung, wie lange das hier alles noch dauert. Was sieht er irgendwie noch? Ach so, hier wahrscheinlich. Okay, vielleicht hat es dann erreicht. Wir können die jetzt hier einsetzen. Befördert, Stabsgefreiter. Okay. Levelaufstieg. Okay, da kümmern wir uns auch drum, aber es geht mir jetzt erstmal permanent darum, dass wir hier erstmal 2 zum Arbeiten haben. Verbesserte Isolierung kostet uns 50 Holz. Ja, das ist schwierig, ne? Warte mal, ich muss nochmal hier hin und die müssen beide weg. Noch einer befördert. Ich möchte gerne, dass die hier arbeiten. Okay, schneller. Die Dinge rücken natürlich dann immer näher, ne? Aber wir müssen definitiv hier was machen. Da können wir nichts mehr verbessern, da fehlen Rohstoffe. Was ist das? Sicherheitsvorkehrung. Ja, Arbeitsunfälle hatten wir schon genug, ne? Da können wir mal was dran tun. Gut, dann haben wir den Zug gleich ein bisschen wenigstens fertig gekriegt, ne? Arbeitsunfall, na super. Ich mache gerade Verbesserungen für einen Arbeitsunfall und was passiert? Er verletzt sich. Was brauchen wir hier? Geld 200. Oh. Das heißt, wir gehen jetzt erst zum Händler weggehen und müssen 200 machen. 172. Kommen 2 von den Granaten weg. Und dann wieder zum Arzt. So, die sind geheilt, hoffe ich. Gut, passt. Muss die hier hin, oder? Oder da?
können die doch hier sammeln, ne? Die Blaubeeren. Hier kann auch keiner sammeln, aber der doch, oder? Ja, der kann da sammeln. Das heißt, wir müssen hier noch eine Leiter bauen. Immer Prio ein höher, aber Rohholz ist sowieso rar. Hier sind Kartoffeln 49 eingelagert. Und die gibt es jetzt hier zu essen, oder? Ne, gerollte Teichrose. Und hier Grillkartoffeln, okay. Gegrillte Kastanien. Ach ne, die wollte ich da nicht drin haben. Ich wollte gegrillte Teichrose da drin haben. So. Der macht jetzt tatsächlich welche, ne? Ja, guck mal, das ist doch cool, oder? Und die Kartoffeln waren ja auch irgendwo voll, ne? Was haben wir denn hier? Ne, Kartoffeln wollte ich eigentlich nicht einlagern. Kartoffeln sind ja hier, oder? Ja, dann können wir die gegrillten Kartoffeln hier einlagern, oder? Nein, nicht gegrillte Kastanien, gegrillte Kartoffeln waren angesagt. So. Ja, rein theoretisch müssten wir jetzt hier das Wasser irgendwie ablassen können, ne? Aber das ist ein Damm, ne? Der läuft von alleine über. Wir müssten das hier eigentlich aufstauen, ne? Damit das Wasser schneller hier durchfließt. Ich glaube, das machen wir mal. Machen wir da mal gerade einen Weg hin. Vielleicht klappt das dann. Und wieder Rohholz und Bretter, ey. Was soll ich das denn hier? Ein Kastanien. Wie, das ist ein Mischwald? Ach, da gibt es Kastanien. Ah, das sind Kastanienbäume. Die habe ich da auch schon gepflanzt. Wusste ich gar nicht. Okay. Und die sind dann ja auch hier. Ne, das ist gerollte Teichrose. Und hier Kastanien? Ne, Kartoffeln. Das ist die Frage, wo die Kastanien grillen, ne? Müssen wir eigentlich den Grill hier hinbauen, oder? Machen wir da hin. Und da sollen... Wo sind denn die Kastanien? Kann man die ja erkennen? Kastanien. So läuft erstmal, ne? Da liegt genug Sachen. Wir sind hier mit dem Wasser jetzt, glaube ich, frisch durch, oder? Kann das sein? Ich glaube, das frische Wasser ist da. Hier ist noch ein bisschen. Aber das sieht erstmal alles gut aus, oder? Das Brachwasser wird weggedrückt. Hier ist auch frisches Wasser schon reingekommen. Läuft. Gut, wie sieht es hier aus mit dem weiteren Weg zum Dingens? Das ist schon tatsächlich gemacht. Das ist cool. Aber das fehlt hier noch. Was ist das? Rohholz. Vier, ne, doch ein Rohholz fehlt da nur. Okay, das kriegen wir aber auch noch hin. So, warte mal, hier können wir auch wieder runter machen, damit hier Wasser reinläuft, oder? Also, man könnte auch Ahornsirup da reinmachen, okay. Haben wir aber nicht Ahorn, den müssen wir auch noch anpflanzen dann. Können wir hier machen vielleicht. Aber erstmal nicht wichtig. Ah, wir sind hier vorangekommen. Und das haben wir irgendwie hier, das Wasser, okay. So, das bedeutet... Mach mal hier eine hohe Prio drauf und dann gucken wir mal, ob wir auf den Damm runterkommen. Wenn wir da runterkommen, den bauen können, dann kommen wir mit der Leiter weiter. Hier ist ein Wasserrad, was sich nicht dreht. Das ist schon mal wieder super, oder? Dieses dreht sich dafür umso besser, ne? Achso, das fließt dadurch das. Warte mal, kann ich das steuern, wenn ich den jetzt hier runter mache? Dann staut sich das und dann fließt das und dann dreht sich das hier. Ja. Okay. Sehr interessant. Und dann drücken wir auch dieses eklige Wasser weg. Okay. Da will ich gar nicht das aufmachen, weil das eklige da wäre. Hier könnte ich was aufmachen. Ne? Das würde hier das Wasser überall hin fluten. Dann könnte ich hier noch einen zweiten Distrikt bauen. Ne? Vielleicht macht das Sinn, das mal aufzumachen da. So machen wir es. Weiß aber nicht, ob sie es vom Weg dahin schaffen. Ne? Oh, würden sie sogar hinkommen. Dann würde ich das mal abreißen machen, oder? Da hat einer gerade geduscht. Der steht hier doch rum, ne? Ach, jetzt hat er mal einen umgenietet, glaube. Okay.
Kiste. Dreifach Achsel brauche ich jetzt nicht. Komm, dann nehmen wir hier noch was mit. Das ist ein Seeigel, der geht nicht. Luft wird knapp, dann gehen wir hoch. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu beruhigen, genau wie Lea Schand, als sie Fianrir zum ersten Mal gegenüberstand. Da du den Ort gefunden hast, werde ich dich belohnen. Ich mag gerne ehrliche Geschäfte. Also dann lass uns die Erdungsmission für Lea Schand beginnen. Nimm diesen Brennschneider. Wenn du das Schiff erreichst, wirst du Stelle sehen, die du aufschneiden kannst. Es wird eine Taste mit Eingabe auffordern scheinen. Schneide die Schwachstelle in der Eisentür auf und du wirst das Schiff betreten können. Berge einfach die Pinkfahnen-Lieferbox mit Leas Schaden aus der Inneren des Schiffs. Das sollte einfach sein, als du denkst. Aber ich habe gesehen, wie sich dieser riesige Tentakel das Schiff gepackt hat. Das sieht extrem gefährlich aus. Willst du damit sagen, dass es für Lea Schan in Ordnung geht, dort unten im Dunkelheit zu verrotten? Dieser Auftrag darf nicht einen Moment länger aufgeschoben werden. Ach, schon gut, ich verstecke. Verstehe, na gut, ich werde versuchen, da unten runter zu gehen. Okay, da haben wir eine Blaupause für gehabt oder so, ne? Okay. Das ist das, was wir alles mitgebracht haben. Viel Schrott und so, ne? 107 Meter Tiefe von 133 haben wir beim Best gehabt. Okay. Passt erstmal alles, oder? Seetang, die ganzen Fische, ja, die Qualle haben wir auch gehabt. Jetzt will er was von uns, aber ich will da noch nicht hin, weil wir haben ja noch einen Nachmittag, wo wir nochmal angeln gehen können. Ich glaube, das sollten wir als erstes machen. Das haben wir nämlich alles. Geht zur Tür des Frachtschiffes, aber da wollte ich jetzt nicht auf der anderen Seite auch nicht machen. Schauen wir mal. So. Ich höre Leute Geräusch von da drüben. Ich sollte mir das mal ansehen. Okay. Hey, warum belässt ihr ständig diese Delfine? Du bist also derjenige, der immer wieder unsere Pläne durchkreuzt. Ich sehe es dir direkt an. Du brauchst mal eine ordentliche Lektion. Mach dich bereit. Uff, ich wollte sie nur erschrecken. Naja, dann sehen wir mal, ob ich sie besiegen kann. Siege Piraten. Oh, super. Das war jetzt nie so dolle, ne? Das war zu knapp. Welcher war jetzt meiner? Ich glaube, der über mir, ne? Habe ich glaube schon. Die schwimmen gar nicht weg. Okay, dann habe ich schon zwei. Ich habe es geschafft. Uff, wir ziehen uns für heute zurück und lassen wieder von uns hören. Die leben noch, okay. Irgendwie gerade nicht so, wie ich das hätte. Essbare Vegetation muss reif sein. Spätsommer, okay.
Ja, das sind faule Säcke momentan, würde ich sagen, ne? Was macht er denn? Gar nichts, ne? Beziehungsweise, der muss auch gar nichts machen, weil wir momentan genug Holz haben. Der geht da raus, bitte. Hier sind zwei Arbeitslose, oder? Ja. Das heißt, zack, da einer mehr und da einer mehr. So sind die alle aufgeteilt. Passt erstmal, oder? Wofür diese Räume sind, kann ich dir auch noch nicht sagen, ne? Weil da drinnen schläft ja keiner. Hier ist jemand drinnen, vier Leute. Tja, keine Ahnung. So, das Fleisch ist auch alle. Jetzt sind wir auf der Zahnleiste am Kauen, ne? Wo sind die Urochsen? Die müssen wir jetzt schlachten. Sind sogar noch welche angekreuzt, dass man die schlachtet, oder? Das könnte ich dann in der Bäckerei machen. Aber wo kriegst du? Ja, Getreide hatten wir auch schon mal, ne? Ist das hier Getreide? Ja, haben wir sogar 20. Ich mach das mal hier hin, ne? Ist 2, 3. Machen wir hier mal eine Bäckerei raus. Ofen. Kommt da hin. Kann ich drehen, ne? Welche Taste war drehen da oben? Zusatzofen. So, und Lager. Drehen wir einmal. Ich das drehe. Geht das dann noch? Nö. Vielleicht geht auch nur ein Lager, kann sein. Lass das mal so. 23 Stein, 24 Holz. Okay, da brauchen wir keine Stühle für. Das ist schon mal gut. Mal gucken, wie sie damit klarkommen, oder? Aber jetzt haben wir da auch keinen, der da dran arbeiten kann, ne? Kann das sein? Das heißt, da zwei rausnehmen, damit da gebaut werden kann. Und die Materialien, 160 Steine, 252 Holz haben wir. Das muss also funktionieren. Ah, da kommen auch schon zwei und machen das jetzt. Das ist schon mal gut. Vielleicht kriegen wir das mit der Bäckerei dann noch in den Griff und können dann noch irgendwie ein Getreidefeld basteln nachher. Ist dann nur die Frage, Bauernhof, Getreidefarm. Umso dunkler, umso besser, oder wie ist das? Oder die hellen Stellen sind die richtigen. Dann müssen wir es hier machen. Was ist das hier? Gemüsefarm im Bau, okay. Getreidefarm. Hier sind ganz helle Stellen vielleicht. Irgendwo näher am Dorf gibt es nichts, ne? Südlich vom Dorf ist wahrscheinlich noch schlechter, ne? Unten am Wasser. Ah, hier wird es ein bisschen heller, aber. Also so wie es aussieht, ist es da jetzt nicht gerade besser, oder? Obwohl ich könnte mir, ja, komm hier. Besser geht's halt nicht. Mach das mal so. 19 Scheffel, 83% los. So, die sind jetzt hier schon am Hausbau bei, das geht ja mal. Ja, müssen wir gucken, wie wir vorankommen, ne?